brains. Ja, hier wieder beim Quali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Und ich würde ganz gerne mal mit euch den Hot Rod Schnapper spielen, aber wenn ich mir mein Team so angucke, naja, egal, ich spiele den einfach. Mal schauen, was das so gibt, mit unserem Hot Rod durch die Gegend zu schniebeln. Ah, okay, der Ingenieur ist natürlich der natürliche Feind des Hot Rod Schnappers. Ein bisschen ungeschickt von mir. Ich hätte mich wohl eingraben sollen und warten, bis er hier um die Ecke kommt. Aber da kommt eine freundliche Sonnenblume und hilft mir. Und... na komm. Jawohl, ich wollte gerade sagen, warum kann ich den jetzt nicht jetzt wegschnappen? Komm, Sonnenblume, erledige, ich komm schon, ich komm schon. Ja, dieser dämliche, gefrorene LZ1 Stummgewehrmensch. Und jetzt haben wir wieder hier. Jawoll, komm. Jawoll. Hier gilt immer einer um einen. Zahn um Zahn hier. Auge um Auge. Jo, macht Spaß. So. Ein bisschen hier den Garten mal ein. Ach, wir haben schon den ersten Garten schon verloren. Gott, sind wir schlecht. Gott, sind wir schlecht. Das geht ja mal gar nicht. So, hier haben wir irgendwas hin. Hier so ein Pilz. So. Wo sind denn hier die Zombies? Hier ist ein leckerer Zombie. Lass mal hier direkt einschleimen. Ach. Ich mache zu wenig Schaden. Ah, und dann tanzt da der Roving Target. Ich hoffe, dass du die Quest dafür hast. Ansonsten ganz schön dreist. Ganz schön dreist. So, noch einen gegessen hier. Lecker, lecker, lecker. Und werden dann wieder hier von dem Target und der tanzt schon wieder. Vielleicht macht er das auch bei an. Nicht nur bei uns. Das wäre nett. Dann wollen wir ihm ja mit seiner Quest nicht im Weg stehen. Hier stehen sie wieder auf den Dächern. Jaxis mit seinem Z1 Sturmgewehr. Auf den Dächern, das ist natürlich schlecht für die Schnapper. So, versuchen wir mal hier auf die rechte Seite ein bisschen hinzukommen. Und hier ist ja unser Todfeind irgendwo. Oh, der Ingenieur. Hier ist aber auch einiges los hier. Hier ist aber auch einiges los. Da hat man als Schnapper keine leichte Spiel. Und den Garten haben wir schon wieder verloren. Oh, das wird ein schnelles Spiel. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Das wird nichts Angenehmes für uns hier. Irgendwie Zeug hier hin. Was ich mal loswerden muss. Es wird ja eh abgeschossen, ne? Butter bei, nicht Butter bei die Fische, sondern Perlen vor die Säue, wollte ich sagen, genau. So, den Sound von dem Hot Rod Schnapper ist natürlich der geilste, den es gibt hier. So, einen haben wir wenigstens eingraben. Ah, und da hat es uns in der Erde erwischt, von der Zombot Laserkanone. Ich frage mich ja immer noch, wie das funktioniert. Also... immer wenn ich auf der Seite der Pflanzen, der Zombies spiele, schaffe ich das nicht. Ja. Haha. Meiner. So. Hier wird irgendwo reingefeuert. Die Heilstation hätte ich mal lieber in Ruhe gelassen, denn der Roving Target hat uns schon wieder getillt. Also langsam sollten wir uns mal... hier, die Kaktusparty hier hinten. Ey Leute, einer nimmt den hier ein, das ist nicht so geil. So, yam yam. Lass mich mal durch.
Ja, immerhin zwei getötet, bevor ich umgebracht wurde. Das ist ja schon mal besser. Und da werde ich wieder belebt. Das ist sehr schön. Danke. Von Mr. Remo. Mr. Remo. Thank you very much. Mr. Remo. Hallo. Komm, du bist meiner. Du hast mich doch bestimmt auch schon einmal gekillt hier in diesem Spiel. Oh, den Schleim daneben gesetzt. Hat der ein Glück. Gerade im richtigen Augenblick noch einen Step zur Seite gemacht. Und mich dann mit seinem Volto-Blaster pulverisiert. Bam, bam, bam. Nicht, dass das jetzt so schwer wäre. Aber man muss mal auch erstmal schaffen. Oh, wir haben schon wieder einen hier verloren. Komm, einen kriegen wir, einen kriegen wir, einen kriegen wir. Yes. Warum hast denn jetzt hier mein Super Turbo nicht nicht gewesen? Naja. Achso, nächste. Ganz coole Pflanzenkombination hier. Die Smoggy. So, dann schleichen wir uns mal hier hinten an. Nicht, dass wir als Turbolader irgendwie schleichen könnten, groß. Oh, und der macht immer noch so viel Schaden, dass wir da frontal nichts zu melden haben. Ja, ja, da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. 125 Leben sind für einen Schnapper einfach nicht viel. So, nimm das. Na, spring doch weg. Und ja, okay, jetzt bin ich getötet worden, kurz bevor ich fertig in der Erde war. Wir gehen mal aufs Dach, wollen wir mal was können, um uns einen Überblick zu verschaffen. Da hinten, da sind sie ja natürlich auf der ganz anderen Seite unterwegs. Hier ist ein schöner Wissenschaftler. Hallo Wissenschaftler. Hallo. Ja, hier, du kannst... Bohne hat er umsonst rausgehauen. Da hinten ist eine Heilblume, da gehen wir jetzt mal hin. Hallo Heilblume. Wenn die Heilblume mal schützen mit einem Kraut. Heile mich, Heilblume. Hier, ich will auch noch Heilblume. Heilblumen sind cool. Heilt mich, ihr Heilblumen, heilt mich. Da hinten geht jetzt ein Wissenschaftler, ein Ingenieur durch die Gegend. Wo will der denn hin? Und da habe ich schon wieder... Und jetzt, ja, ja, genau, jetzt kommt die Granate. Es war so klar. Mit Ansage, mit Ansage. Ich sag's euch. Mit Ansage. Ich muss auch noch einmal Zombies töten mit dem Schnapper. Wenigstens kriege ich hier schön Punkte durch meine Heilpflanze. Hm, hallo. Komm, irgendwann musst du dich wieder materialisieren und dann bist du mein Essen. You are my Essen. You are too. Yum, 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 yum. Bezwungene Erzfeinde, jawoll, endlich habe ich ihn noch erwischt. Den Sack. Den Sack. So, ich müsste da oben mal irgendwo in der Nähe vom Teleporter mal ein Kraut platzieren. Ich glaube, das wäre ganz cool. Aber eigentlich müssten wir den Garten verteidigen. Da ist er schon wieder. Ja, ja, ja. Komm. Njam, 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 njam. Ah, lecker, 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 lecker. Komm. Und Turbo. Ah, das hilft alles nichts. Wenn der Turbo nicht zu schnell zündet, wie er soll, dann... Verschlinge zwei Allstars ohne K.O. zu gehen. Habe ich das nicht gerade gemacht? Ah, nee, ich habe sie nicht verschlungen. Ich habe die hintereinander getötet, ne? Das ist halt der. Na, tanzt du mal rum da. Garten verteidigen, nicht tanzen. So, hier. Wie viel hatte der noch? 8%, ey, einen Schnapp mehr und dann wäre er weg gewesen. Ja, dann kriege ich die Vorlage. Immerhin, ne? Also, ich sage ja gar nichts. Punkte sind Punkte. Aber gut eingemauert hatte er sich da mit dem Schild. Kam wieder vor noch zurück. So, hier.
Idioten. Oh, ich lauf da rein und Kinstarion muss nur einmal kurz mit seinem Z1 draufhalten und schon bin ich des Todes. Aber es scheint so, als ob wir das hier ein bisschen verteidigen können. Hallo? So, nächstes Mal habe ich dich aber. Jawoll. Was ist das denn? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. Schnell verteidigen. Ah, okay. Da waren einfach zu viele Schüsse. Aber 8 Sekunden, das könnten meine Kollegen schaffen. Zwei Pflanzen im Garten. Komm, 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 Hot Rod Schnapper. Extra Zeit. Nein, nein, nein. Oh. Schade, 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 schade. Ganz schön harte Sache hier, wenn man im Spawnpunkt des Gegners noch mit so vielen Pflanzen rumlief. Rumlief? Ja, rumlief. Ich bin ja gestorben. War schon richtig. So, Kraut. Wo ist der Teleport vom Gegner? Er ist auf der anderen Seite. Okay. Wenn ich mich da jetzt nicht groß verguckt habe, dann laufen wir doch da mal hin. Was, hier schießt du? Schießen? Schießen? Ja. Was hat dich getötet, mein Freund? Möchtest du nicht wiederbelebt werden? Anscheinend nicht. So, kein Zombie hier, der den Teleport holen will. Das ist enttäuschend. Das ist sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend ist das Ganze. Dann schleichen wir uns nochmal von hier an. Wo sind denn die ganzen Zombies? Wo sind die Zombies? Ich komme hier immer noch nicht durch. Ey Junge, du musst nicht auf mich schießen. Ah, jetzt ist er hinten an einem Teleport, ne? Ey, Mann, 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 Mann. Dann läuft man hier Strecken. Ich wollte Kilometergeld verlangen. So. Jam, 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 jam. Ja, und das Ding hier. Ah, ja, das Ding zieht sich. Ah, nee, ja, der Kinstarion. Mit seinen 6%. Nee, ist klar. Come on. Kinstarion. Besseren Namen haben wir gesehen. King Stallion. So, hier, Kinstarion, ne? Boah. Ey, du willst da. Warum ging der Schleim jetzt bitte daneben? Der hat sowas von genau getroffen. Aber vielleicht ist der dagegen immun. Das kann natürlich sein. Das wäre traurig, aber das wäre eine Evolution der Zombies. Okay, der war jetzt da daneben. So, da vorne ist noch so ein leckerer All-Star. Den schnappen wir uns. Njam, 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 njam. Und jetzt schnell mit Boost hier rüber. Und ja, in den Tod. (lacht) 15 Vorlagen muss ich erzielen. Das mit dem Schnapper ist in Vorlagen auch gar nicht so einfach. Hallo? Ey, hallo? Ich kann mich nicht bewegen. What the fuck? Das ist schon das zweite Mal in dem Spiel, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und das mit einem multiprofessionellen auf Highspeed getrimmten Hot Rod. Das ist ganz schön krass. So, hier mal in die Büsche mal ein Kraut. Da ist schon wieder lecker. Oh, ist das schmecken einfach gut. Dann kann man ja nichts sagen. So, hier. Und da kann ich nicht widerstehen. Nö. Außerdem muss ich ja zwei verschlingen, ohne K.O. zu gehen. Ich glaube nicht, dass ich das jemals schaffen werde. Ball! Ja. Ball! 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 Mist, ich kann den Ball nicht kaputt machen. So, Leute, ich bin wieder da. Nicht, dass es lang... Oh, 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 hallo! Ja, lauf! Lauf! Och, Mann! Ganze
ganze weite Strecke. Ja, Vorlage. Die Bohne hat's gerissen. Hier, mein Kraut liegt immer noch. Ein zweites Kraut noch hier vorne rein. Eieiei, der Arsoleon. Der hat mich schon 9-mal gekillt, den muss ich jetzt langsam auch mal holen. Den Sack. Das können wir ja so nicht durchgehen lassen. Wo ist er denn? Hallo? Boah, er ist schon wieder der Schleim nicht getroffen. Was ist das für ein Kack immer? Das muss ich mir nachher nochmal in der Aufnahme angucken. Aber eigentlich habe ich dem sowas von Kochkäse ins Gesicht gegeben, dass das Ganze nicht mehr feierlich ist. Arsoleon, wo bist du? Hallo? Wer bist du? Wen habe ich da getötet? Wen habe ich getötet? Agenta. Okay, okay, okay. Wer bist du? Jay Stozel. Jay Stozel. Der saß doch hier, ne? Du bist doch derjenige welche. Und den habe ich aber leider nicht gekriegt. Sondern der wurde vom Sonnenpuls gerade dann dahin gerafft. Das ist aber eine gute Kombo hier, die Erbsen und die Sonnenblume. Wir machen hier gut Rabatz. So. Und einmal eingraben und durch den Nebel durch. Und dann holen wir uns den hier. Jawoll! Unseren Erzfeind besiegt! So muss das doch sein. Und den holen wir uns auch hier mit dem Kochkäse daneben. Und jetzt tackelt er und... Und jetzt werde ich sterben, weil er einfach viel mehr Schaden macht als wir. Und da konnte uns auch die Gifterbse nicht mehr helfen. Dead Badass! Geiler Name. Dead Badass! Immerhin ein toter... böser Arsch. So, hier ein bisschen Gegenwehr. Da ist ja wieder der Arsoleon hier unten. So, ein bisschen abgewehrt hier, Schleimvorlage, super gut. Jetzt schon wieder. Eimer-Zombies muss ich, glaube ich, auch töten. Komm hier, Erbse. Komm wieder. Bleib bei uns! Bleib bei uns! Jawohl. Lecker Eimer-Zombie. Ja, wieder eine Vorlage. Jetzt kommt wieder gleich der Scheiß Mine. Nein, kommt sie nicht. Aber das Luftgewehr. Nein! Das Roving Target wieder. Hat ausgeglichen. 4 zu 4. Roving Target. Herzlichen Glückwunsch, Roving Target. Lange nicht gesehen übrigens. Und da haben wir den Magaten verloren. Schnell auf. Hier, geh mal aus der Drohne raus. Du wirst jetzt gleich sowas von getötet. Können wir mal versuchen, dich hier ein bisschen abzuschirmen, während du in der Drohne bist. Hier. Nein, schieß mich ab, nicht den Kaktus. Boah, bin ich kollegial? Bin ich kollegial oder bin ich kollegial? Ich weiß es nicht. Ja, klar. Und dann kommt hier der Unkrautsprenger. Ich will erstmal sammeln. Der Unkrautspringer. So, habe ich ja öfter mal schon mal. Oh, was sollen denn die Eispilze hier? Die finde ich ja nicht so gut. Naja, egal. Das Motorengeräusch ist einfach ziemlich cool. Okay, der Teleport ist anscheinend auf der linken Seite. Mach hier mal ein bisschen Schleim. Ah, hallo. Und da habe ich einfach zu wenig Leben, um hier gegen drei Ingenieure was melden zu können. Aber immerhin hier. Rache aus dem Grab. Meine Stachelkraut hat's gerissen. Ich glaube sogar das zweite auch. Wenn ich das da gerade richtig gesehen habe.
Super platziert. Als ob ich ein Pro wäre. Na, da, hier noch einer hin. Da noch. Hallo. Und direkt aus dem Weg, Oh. Ich habe einen Verbündeten gerettet. Die Aufgabe eines jeden Schnappers, Verbündete retten. Und da hat schon wieder ein Stachelkraut irgendwas gemacht. Die funktionieren hier auf dem letzten Garten ziemlich gut. So, hier einen hin. Hallo. Und hier einen. Ah, ich hab keine. Hallo. Ja, so weit kommst du gar nicht erst hier. Ja, die Mine. Sehr schön. Jetzt kann ich mich eingraben. Die Mine ist ja weg. Ist hier noch jemand? Na, komm her. Ah, nur eine Vorlage. Enttäuschend. Na, hier, falls einer um die Ecke kommt. Hallo. Ah, okay. Das ist wieder unser Erzfeind gewesen, der Erzfeind. Dann läuft er ins Stachelkraut. Ah, Noob. Was versüßt einen denn nach dem Abend? Ja. Mich 10-mal töten oder wie oft das war, aber. Oh. Du könntest das zu früh gezündet haben, mein Freund. Oh, dann geht er. Na. Ja, ich habe ihn noch gekriegt. Boah, das war knapp, Leute. Das war mega knapp. Aber auch der Wissenschaftler hatte keine Chance. Hier, einen müssen wir noch holen. Und zwar den hier, komm. Oh, da springt er weg. Ey, was soll denn das? Kann doch nicht sein, dass wir hier keinen mehr holen. Vielleicht noch einen in die Mine treiben. Ah, und das ist schon vorbei. Aber wir haben gewonnen. Super Match. Team Pflanze for the win. Yay. Schauen wir mal, was die Statistik sagt. Über unsere aufopferungsvollen Spielstil. 12.385 Münzen. Ja, 30 Kills mit unserem Hot-Rod-Schnapper. Jawoll. Und da haben wir uns doch ein Sticker-Pack verdient. Wir holen uns hier ein Glitzer-Pack. Ich leiste mir mal ein Glitzer-Pack, Leute. Ja, ja. Königlicher Golf-Tee-Schneuzer, Ballett. Und zwei Sachen für Schnapper. Das ist, finde ich, natürlich super gut. Und eine Tribal-Bemalung für den Kaktus. Sehr gut. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Plants vs. Zombies, bei Koali und bis dahin. Tschüss.